meiner Rechtschreibung beschwert. Heißt ja was Gutes, hoffentlich. Ich gehe mal davon aus. Swing fishes fishing. Warnung. Produktion gestoppt. Ab nach oben. Sie hat auf jeden Fall bald wieder Einstellungen in, wie heißt das, in ganz tiefen Gefilden von SWTOR machen, weil wenn ich die neue Grafikkarte habe, wird es ja höchstwahrscheinlich alles wieder funktionieren und dann kann ich ja wieder virtuellen 3D-Screen anmachen. Ja, das wird also schon sehr cool. Oder ich lasse es so und kann direkt auf mein Startmenü zugreifen. Kommt halt drauf an, was ich will, ne? Stimmt. Ich meine, von der Grafik her ändert sich nichts Sichtbares. Nur ich ärgere mich über wie viele verlorene Tage. Warte, ich gucke jetzt nochmal. Mein Account. Ich bin auf der deutschen Webseite, trotzdem steht da My Account. Ein meine Lieblingsbeschäftigung. So weit, so gut. Ja, gehen wir gleich zur nächsten Phase. Ein Benutzerkonto. Ja, jetzt steht mein Benutzerkonto. Abonnement. Ich habe noch, guck mal, 15 Tage Spielzeit höre ich nochmal. Ich habe ja super viel von meinen 30 Tagen mitbekommen, ne? Na ja, schon blöd sowas. Boah, umso länger ich mal jetzt hier vorher gespielt habe, umso mehr freue ich mich drauf, wenn ich es dann mal wieder spiele. Na, ich freue mich auch mal wieder vernünftig Spiele zu spielen können, allgemein. Diese Sprengladung ist äußerst sensibel. Ich kann nicht zu, dass das nur bei SWTOR wäre. Können Sie aktivieren? Sind Sie bereit? Gleich sehen Sie, ob ich Sprengkraft und Wasserdichte in dieser Tiefe richtig berechnet habe. Richtig berechnet? Ja, ich frage mich, wann die das Projekt aufgeben werden. Warte, hast du unser Spiel eigentlich gestreamt? Ja, müsste es gestreamt haben. Dann müsste das ja online sein, oder? Nee, also doch, auf meinem Twitch-Account müsste es noch sein, aber auf YouTube habe ich es nicht hochgeladen. Naja, du musst nur auf meinen Twitch-Account gehen, da sind doch auch Videos und da kannst du gucken. Guck mich dich jetzt ja, ich kann's ja auch noch hochladen, ist ja gar kein Problem, wenn du das möchtest. Ja, aber dann machen wir noch ein paar mehr Parts, sonst lohnt sich das ja nicht. Ah ja, jedes Mal, wenn wir weiterspielen, stream ich's und danach kann ich's dann weiter hochladen, bis wir die Partie quasi gewonnen oder verloren haben. Aber wie gesagt, hör dir gleich mal dieses Epic-Lied an, was ich dir da gegeben habe. Das Sport, passt extrem. Guck mir jetzt mal an, wie du so live bist. Hast ja Videos auf deinem Kanal. Ja, viel Spaß. Nun denn, lüften wir das Geheimnis. Da müsste ich auch mal wieder neue machen. Ich glaube, ich mache demnächst mal ein Video, wie ich zu Hause Musik mache und stelle es dann auf YouTube. Scout. Wie teuer ist denn so dein Equipment? Ach, das habe ich nicht alles auf einmal gekauft. Da kommt halt immer mehr dazu. Je nachdem, was man mal braucht oder auf was man mal Lust hat. Auf jeden Fall nicht billig, oder? Nö, wenn man alles zusammenzählt, nicht, ne. Kannst aber auch schon mit recht einfachen Mitteln viel erreichen. Es kommt halt immer ganz drauf an, auf den Geschmack und den Stil. Also ich mal lustig fände, wenn du so einen auf DJ der guten Laune machen würdest. Tja, müsste ich aber viel Kaffee trinken, glaube ich. Na, das sieht man eh total, dass das gespielt ist. Ich hab den ja mal live gesehen. Also ich glaube, das eine Video auf YouTube, wo der halt mit berühmt wurde, da glaube ich ihm ja noch, dass es echte Emotionen sind, aber
seit dem Tag, wo er damit Geld verdient, macht er das total künstlich. Also es ist halt echt armselig, wenn Leute das halt nötig haben. Das ist genau wie dieser eine Typ da mit seinen Gurken aus dem Regionalfernsehen, nach dem wir es wahrscheinlich nicht kennen. Der ist auch schon 30 Jahre da mit derselben Frisur, ey, und bringt dieselben Sprüche. Also denke ich mir, da hat man auch echt sein Leben verschenkt. Gibt's eigentlich Anno Pro Game? Machen wir es kurz. Ja oder nein? Wie jetzt? Ja oder nein? Mit der Dekodierung des Datenlogs setze ich den Spekulationen über das Verschwinden der Virago ein Ende. Ein historischer Augenblick für SAAT. Nein, ich habe noch ein Schiff. Das Datenlog scheint beschädigt zu sein. Es hier zu untersuchen wäre sehr riskant. Ich muss in mein Büro. Du bist eine Mission weiter? Wäre das kein Problem. Nein, ich habe noch ein Schiff bekommen. Ich freue mich. Ach so. Oder warte mal, da kommt eine Zwischensicht. In Core befindet sich die Zentralverwaltung von SAAT. Ich wäre erfreut, würden Sie mich dorthin begleiten und mich bei der Untersuchung des Datenlogs unterstützen. Also dann, auf nach Core. Ich kann es kaum erwarten, die Daten aus dem Datenlog genauer anzusehen. Scheiße. Es geht nach unten. Empfange Zielkoordinaten von Core. Kurs berechnet. Abtauchvorgang wird eingeleitet. Dock-Mission geschafft. Das war ja eine total mikrolastige Mission. Dachte, ich könnte auf Char oder wie es heißt, weiterfahren. Aber mal schauen, wo muss ich meine Reise hinlaufen. Ey, doch. Ich habe die Mission geschafft, du hattest recht. Ich bin halt der Imperator. Ja, der Mundbeutel. Ja, das hat kommen in der realen Welt schon wieder ein Achievement. Eieiei, da gibt's ja ab. Das habe ich ja alles in SWTOR herausgefunden, dass ich der wirkliche Imperator bin, dann als Soldat, weil ich ja nicht will, dass die Republik ohne Gegenwehr fällt, habe ich mich dann da bei denen als Soldat eingeschmuggelt, infiltriere die jetzt von innen, zerstöre die dann von innen heraus und mache dann zwei Imperiums, die füge ich dann zueinander und dann suche ich mir irgendeinen anderen Gegner. Ich nehme an, ich bin jetzt wohl in Kapitel 2 angekommen, so wie es aussieht. Ich will mal ganz kurz jemand anderen sprechen. Du kannst ja dir die lustige Musik da reinhören. Die ist von 1995. Geil, mach angeblich. Ich muss nur die Mission laden und speichern, dann höre ich rein. Ein kluger Kopf wie Ihre könnte hierbei den entscheidenden Ausschlag geben. Oh. Wären Sie bereit, Ihre Fähigkeiten in den Dienst der Wissenschaft zu stellen? Wollen wir jetzt noch mal da sind Sie ja. Willkommen in Core, dem Forschungszentrum von SAAT. Hier haben wir alles zur Verfügung, was für die Dekodierung der Informationen aus dem Datenlog erforderlich sein könnte. Schön, dass Sie da sind. Ich habe bereits von Ihrem bemerkenswerten Fund gehört. Das ist wirklich eine Sensation, sogar hier bei SAAT.
Ich bin übrigens Dr. Tori Bartok, die Assistentin des Professors. Vater möchte sofort mit Ihnen sprechen. Ich bringe Sie am besten sofort zu ihm. Ich bin Vater. Ich habe die optimale Verteilung der menschlichen Ressourcen bereits ermittelt. Professor Deby leitet das Dechiffrierungsteam im Unterwasserlabor. Dr. Bartok koordiniert sämtliche Maßnahmen. Und auch für Sie gibt es eine Aufgabe. Die universelle Struktur ihrer physischen und psychischen Parameter macht sie zum idealen Kooperationspartner für Professor Deby und Dr. Bartok. Assistieren Sie, wo immer es nötig ist. Ja. Damit Sie an der Aufbereitung der Daten helfen können, sollten Sie sich ein eigenes Labor einrichten. Kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen die Konstruktionspläne aushändigen kann. Soll ich die Konstruktionspläne für Ihr Forschungslabor jetzt auf Ihre Systeme übertragen? Auf den umliegenden Inseln haben sich übrigens die Vertreter von Eden Initiative und Global Trust niedergelassen. Beide haben angeboten, Ihnen beim Bau Ihres Forschungsstützpunkts zu helfen. Es ist Ihre Entscheidung. Ich will es nicht mehr lösen, wenn man es so lösen kann. Ich will die Global Trust. Es ist Zeit zu handeln. Bist du dabei? Nein, warte. Sie haben doch hoffentlich gute Nachrichten. Dann wer ist denn hier jetzt ein Erdplan? Sie haben doch hoffentlich gute Nachrichten. Ja, dann gehen Sie Global Trust. Zu den Bad Boys. Die haben hier sonst also zwei die Privaten, wenn sie so lange. Wir katschen seine größeren Hinsen. Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Sie haben doch hoffentlich gute Nachrichten. Selbstverständlich. Das ist wirklich bedauerlich. Verpiss dich, du Biofritze. Empfange weitere Baupläne aus Chor. Zweck: Ansiedlung von Tech-Laboranten. Bauinterface-Aktualisierung abgeschlossen. Cool. Ja, cool. Ja, noch ein bisschen Spitzer. Spiel gespeichert. Also, es geht hier gut. Und Stützen.
Pets. Oh, jetzt geht's aber ab. Jetzt geht's aber ab.